Seit circa 4 Monaten habe ich nun meinen Panasonic-Rasierer und ich denke so seit circa 2 Wochen hat die Schärfolie des Panasonic-Rasierers, man sieht das hier ganz gut, eine Macke bekommen. Ebenso aber leider auch die Klingen des Rasierers, sodass ich mich jetzt entschlossen habe, einen neuen Auswechselsatz zu kaufen. Durch die Macke, die man hier sieht, kratze ich mich beim Rasieren sehr doll, sodass es aussieht, als ob ich von einer Katze gekratzt wäre. Und den Fehler in der Klinge, den sieht man so auf den ersten Blick nicht. Aber hier ist ein Teil der Klinge locker, lässt sich bewegen und funktioniert ebenso nicht mehr. Deshalb habe ich mir einfach ein Auswechselkit bestellt. Und das ist dann dieses hier. Das ist vom Preis her doch recht anspruchsvoll. Und ich hoffe, dass dieses Set etwas länger hält als das Original. Denn wenn ich das in alle 4 Monate bezahlen müsste, dann wäre der Rasierer wirklich ein sehr, sehr teurer in der Unterhaltung. So, das Auswechseln ist eigentlich relativ einfach. Hier an der Seite kann man die Schärfolie einfach lösen, indem man hier ein wenig Druck ausübt. Man setzt die neue Schärfolie in den Rahmen ein, klickt kurz. Bei den Klingen ist es ebenso sehr einfach, die kann man einfach abziehen. Man sollte sie dann nur nicht verwechseln und die neuen wiederum aufstecken. Relativ einfach. Und damit ist das Wechseln der Klingen und der Schwellfolie beendet. Und ich kann wieder in vollem Umfang meinen Rasierer benutzen, ohne dass dieser mich sinnlos kratzt und meine Haut irritiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.